Let's Play Sacred, endlich wieder. Wer es vielleicht bemerkt hat, werden wahrscheinlich nicht die Beste sein, aber ich erzähl's trotzdem. Es kamen die letzten Tage keine Sacred-Folgen raus. Ja, das stimmt und ich bin untröstlich. Das hatte eine Vielzahl von Gründen. Grund vor allem, also erstmal war ich, bin jetzt sogar immer noch ein bisschen krank, vielleicht hört man es noch minimal, aber es war zwischendurch echt schlimm, dann wollte ich mit der Stimme echt nicht aufnehmen. Und dann, kurz bevor ich halt aufnehmen musste letztendlich, weil sonst eine Folge ausfiele, habe ich mir so ein richtig schönes, geiles Virus reingehauen. Das von Kaspersky nicht entdeckt und gebannt wurde, sprich, ich konnte meinen PC neu aufsetzen. Und ja, wie das dann so ist, dann dauern die ganzen Nachinstallationen ja alle so ewig und dann hatte ich aber auch noch was zu tun und konnte nicht direkt alles machen und dann hatte ich was vergessen und... Warum kann ich durch den Tisch laufen? Oder sieht das nur so aus? Das ist sehr merkwürdig. Ja, es tut mir leid, Leute. Alle, die sehnsüchtig auf eine Folge gewartet haben. Ja, okay. Bleiben wir realistisch. So. Wir sind letztes Mal hier geendet, weil ich nicht wusste, ob Entwaffnung mit einem Bogen funktioniert. Ich weiß es immer noch nicht. Kein Plan, wirklich nicht. Überhaupt kein Plan. Und darum schwanke ich halt nur noch zwischen Rüstung und Konstitution. Ich habe, wie gesagt, ich habe danach gesucht. Aber es ist sau schwierig für Sacred noch großartige Sachen zu suchen. Ich weiß noch, früher, als ich gespielt habe, da habe ich auch noch Builds ohne Ende gefunden und so. Und selbst davon gibt es schon nur noch einen Bruchteil von dem, was früher mal war. Das ist total traurig. Das ist alles wie gelöscht. Und da sagt man, im Internet kann nichts gelöscht werden. Aber doch! Die Foren gehen kaputt, sterben und... Es kümmert sich keiner mehr drum, das ist sehr traurig. Ich habe auch ein bisschen geweint, als ich das gesehen habe. Ein kleines bisschen musste ich weinen. So. Ja. Boah, das ist eine schwierige Frage. Meditation könnte man natürlich auch, ist aber eigentlich Quatsch, weil wir schaffen das nur mit Mondmagie ganz gut. Handel, ja, Bullshit, ne? Seht ihr selber. Obwohl, natürlich, tolles Warenangebot besser, aber... Ich glaube, ich bin eher für Rüstung, weil das halt auch diese von starken Rüstungen diesen Geschwindigkeitsmalus verringert. Ich nehme Rüstung. So, und... Ich glaube, ich hatte einen... Moment. Manchmal spinnt mein Kopfhörer ein bisschen. Und ich dachte gerade, ich würde nur Mono hören, aber nein, der Sound ist einfach sehr linkslastig, wenn ich den Kopfhörer richtig rum auf habe. So. Genau, wir haben jetzt hier nämlich was frei und... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, die Combo kommt natürlich auf jeden Fall dahin. Und hier wollte ich nämlich Mehrfachschuss hin tun. Hatte ich irgendwann mal erzählt in irgendeiner Folge. Pardon. Ich stehe zu meinem Wort. Wobei hier Mehrfachschuss eigentlich Quatsch ist. Oder? Ja, weil ich möchte lieber hier Mehrfachschuss und da eine Kombo rein aus Klingenpfeil bestehend haben. Boah, das dauert echt noch ziemlich lange, die ganzen Regenerationszeiten. Das muss eigentlich weit unter 20, also nicht weit, aber es muss unter 20 Sekunden sein. Warum habe ich denn hier noch was? Ach, ich habe noch Fertigkeitspunkte, die ich noch nicht verteilt habe. Sag mir das doch einer! Ja, ich hab gesagt, ich muss schneller regenerieren. Downkugel geht eigentlich noch. Na gut, dann gibt's Krieg, ne? Ha! Krieg mit alles.
yeah. Wir sind kaum übermächtig. Ja, stirb, stirb, stirb. Okay, okay, okay. Kriegen wir alles hin. Ach ja, übrigens, habe ich gefunden. Ich habe mich ja mal gefragt, ich wollte ja mal gucken, wie lange wir schon spielen. Ich habe es gefunden, das kann man ja natürlich hier nachschlagen. Erst 13,5 Stunden. Yay! Bin ich mal gespannt, wie schnell wir durchkommen. Aber wir wollen ja eigentlich jetzt möglichst viel rushen, sondern möglichst viel Spaß haben. Das Problem ist nur, irgendwie so meine... Oh. Ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass jemand sich das echt so lange gibt. Ach so, ja, vielleicht noch was. Warum sind hier so viele verkackte Riesen? So, nee, was ich noch sagen wollte. Und zwar... Vor normalem Schaden schützt mich meine Rüstung kaum. Du hast überhaupt keinen Schaden, jetzt hör auf zu heulen. Okay, jetzt bekommst du Schaden, okay, aber... nee, was ich sagen wollte ist... Das genau, ich habe einfach abgebrochen, ich habe keine Ahnung warum. Das aufgrund dessen... Jetzt kann ich den Satz nicht mehr zusammenbauen. Scheiße, das ist peinlich. Naja, auf jeden Fall kann ich... nehme ich jetzt nur eine einzige Folge auf. Eine einzige kleine Folge, weil ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Zeit habe, alles aufzunehmen. Und nehme dann heute, am heutigen Tag oder morgen noch kurz... vernünftig auf, also auch länger und habe ich ihn gerade gespaltet. Ich denke, das ist die bessere Variante. Das heißt, wundert euch nicht, dass ich so eine Einzelfolge aufnehme. Das mache ich nur, damit heute endlich mal wieder eine Sacred-Folge rauskommt. Weil das nervt mich nämlich. Ich finde das total ätzend. Jetzt kam in den letzten Tagen zwar wenigstens, also es war nicht so, dass irgendwann gar nichts rauskam. Es kam wenigstens noch, Let's Play Freeware mit Team Fortress 2 raus. Sehr sehenswert. Endlich war ich mal nicht ganz alleine. Sondern hatte Unterstützung. Naja, aber ich... Keine Ahnung, ich habe mir das so als Ziel gesetzt, mehr oder weniger. Ich wollte das eigentlich... Wirklich, dass... Sacred jeden Tag rauskommt und... Ah, Das wurmt mich doch arg. Ja. Also ich bin... war nicht ganz und gar nicht glücklich darüber, dass ich das jetzt zwei oder drei Tage schleifen lassen musste. Da waren es sogar vier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich hier tun soll. Diese Schneegegend ist zwar die am wenigsten schlimmste Schneegegend, die ich so kenne, aber sie ist halt immer noch eine Schneegegend und ich habe echt voll nicht so viel Bock, das hier alles zu erkunden. Die habe ich aber auch ehrlich gesagt noch nie erkundet, wenn ich mich da recht entsinne. Da gäbe es bestimmt geile Scheiße zu entdecken noch. Stimmt wohl. Ah, das hält viel zu wenig lange. Na komm. Ach, ich renne jetzt hier einfach. Ja, ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ich renne jetzt einfach ordentlich durch. Guck dann am Ende, wie viele noch hinter mir sind, töte die alle und gut ist. Wenn überhaupt, ich kann hier glaube ich einfach reinrennen und die sind weg. Ach nee, doch nicht. Wow. Tatsächlich noch 3,5, 4, 5 Goblins. Die nacheinander auch noch kommen, um mich nicht zu überfordern. Ist ja richtig krass. Ist das hier drin oder was? Ist das oben?